Und dann sollten wir das vielleicht jetzt auch gerade mal alles lesen. Die Geschichte von Lara Dorin und Gregor Nahn. So wie sie die Menschen erzählen, okay? Lossar Elfen. Das habt ihr bereits gelesen. Idlenes Prophezeiung haben wir auch schon gelesen. Das war jetzt total unnötig, das nochmal mitzunehmen. Macht aber nichts. Okay, so. Ah, hier gibt's Ohren. Mehr Ohrenplocks. Bobokbok? Ade Makat Obelisk. Malkat. Dieser Obelisk scheint uralt zu sein. Leider kann ich diese Runen nicht lesen. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. Okay, was passiert hier? Was zum Anus passiert hier? Nicht viel anscheinend. Ob das jetzt so geil war, was ich da gemacht habe? Fisch. Feuerstein. Haben wir nicht. Kräuterwodka auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt aktiviert habe. Hätte ich es mal lieber gelassen. Da ist noch ein Jesat-Obelisk. Ich brauche das Schöllkraut, ja, sorry. Ich muss die Kräuter ins Krankenhaus bringen. Okay, hier ist der Jesat-Obelisk. Ihr werdet alt, Großväterchen. Meinst du? Da wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher, Großväterchen. Was ist das? Doch, die Jesat-Obelisk. Okay, wir gucken mal, was da vorne ist, aber das sieht alles nicht so geil aus. Ich glaube, ich sollte das Silberschwert, by the way. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, ne? Ja, zumindest mal nicht direkt. Nee, da hinten hört's auf. Aber hier sind ein paar Ertrunkene, ne? Ah! Ja, und wie wähle ich das andere aus? Ah, E und Q, alles klar. Also, das ist das Silberschwert, richtig? Jawohl. Dann auch der Kampfstil und ab. Hallo? Du auch, komm her. Was bist du denn, ein blutzuiger Thingy? Muss das sein hier? Was geht? Am Rand da. Awesome. They dead. Au. Wenn die nicht ständig explodieren würden, wäre das Ganze schon mal ein bisschen hilfreich. Ich glaube, wir nehmen mal eine Süßigkeit. Das war ja mal richtig effizient. Oh. Ertrunkene Gehirne. Sauber. Genug. Es reicht. Okay, weg damit. Komm. Hier ist alles voll mit Überresten. Die hätte ich gerne. Ah, was ist das denn? Zunge eines ertrunkenen Toten. Noch eine Zunge des ertrunkenen Toten. Ich glaube, das macht Sinn. Das brauchen wir für irgendwas.
Ja. Problem ist, hier geht's wahrscheinlich keinen Meter weiter. Kann das sein? Der Wald sieht zumindest mal sehr gefährlich aus. Da ist noch ein Obelisken-Thingy, da gehen wir jetzt erstmal hin. Okay. Ne, dafür haben wir auch nichts. Ja, Überreste bitte. Danke. Komm schon. Das sind alles alchemistische Zutaten, ja? Gut, hat uns also jetzt gerade mal kein Meter weitergebracht. Schrein der Melitele, da gehen wir jetzt hin. Wow. Ah, da. Ich glaube, Geralt hängt fest, yo. Orkbark? Na gut, wir müssen ja nicht direkt da so hin. Ursa. Doch, das ist der Schrein, das, was wir hier sehen. Sind wir. Danke, Jüngchen. Ich bin nicht euer Junge. Ich mag euch. Besucht mich mal. Ich zeige euch meine Bücher und serviere euch Tee und Gulasch. Ein Hexer, ja? Ich bin hier schon mal einem begegnet, ein unhöflicher Zeitgenosse. Er verlangte vom Kreis der Elemente zu erfahren. Ein anderer Hexer? Was könnt ihr mir über ihn sagen? Nicht viel, Junge. Er wanderte umher, stellte Fragen und sah aus, als hätte er ein Magengeschwür. Es interessiert mich nicht wirklich. Verstehe, verstehe. Er hatte Angst vor etwas oder vor jemandem, verbrachte die meiste Zeit bei den Gruben, wo diese Idioten im Ton wühlen. Danke, Großväterchen. Das hilft mir weiter. Aha. Großväterchen bat mich, ihn zu besuchen. Ja, ist jetzt halt die Frage, wo er effektiv hingeht, der alte Sack, ne? Rar. Da ist der Graveyard Obelisk. Graveyard Obelisk, aber mit dem kann ich auch nichts anfangen. Gut, was haben wir denn hier noch? Das Spukhaus. Sicherer Hafen. Ertrunkene in den Sumpfen getötet. Tongruben. So, Quest auf Karte verfolgen. Das machen wir jetzt. Das könnten wir jetzt sogar relativ gezielt machen. Nope, bye. Ja, weil das Ding tötet mich wieder instant. Da hab ich immer gar keinen Bock drauf. Geralt, nix hier weg. Scheiße, das Ding verfolgt mich. Kriege ich ja schon mal beinahe einen zu viel. Ich glaube, wir sollten mal eine Runde chillen, ne? Tongruben. Okay. Wissen wir sehr wahrscheinlich richtig. Komm her. Gut. Meine Beine tun. Was machst du denn hier, du kleiner Scheißer? Brot. Nimm dir mal ein Brot rein, ja. Wie keine Überreste. Ah, doch, da.
weiße Myrte. Diese morastigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Nee, Hexer Moves, Bitch. Oh, wow. Das sind ein paar mehr gerade. Was das jetzt endlich? Irgendwie bin ich da misstrauisch. Da ist noch einer. Zwei. Ja, die Tongruben sind jetzt sicher. Weiß Bescheid. So, erstmal die Überreste einsammeln. Zumindest hoffe ich das. Verstümmelt der Leichnam. Das klingt doch richtig geil. Show me. Yeah. Ja, der ist ziemlich verstümmelt. Verstümmelt Leichnam. Obwohl Ungeheuer das Fleisch dieses Leichnams zerfetzt haben, ist klar, dass die tödlichen Wunden durch ein Schwert verursacht wurden. Und ein scharfes noch dazu. Ja, yeah, okay, cool. Unbekannter Trank, immer mitnehmen. Und Petersilie. Gut, dann sammeln wir doch erstmal, was wir getötet haben, ein. Was ist denn da reingefallen? Okay. Kommen wir da ran? Ja, doch. Die Beute. Und noch mehr Überreste, ja. Geiler Shit, so. Jetzt aber, was ist mit dir? Die Götter kommen. Mhm. Verschwinde. Wer stünde über den Göttern? Was soll der Blödsinn? Geh nach Hause. Ich falle mit dem Gesicht in den Staub. Die Götter kommen wie eine Sturmflut. Hey. Sie steigen empor wie Könige auf ihren Thron. Willst du eine Tracht Prügel? Ich rufe euch aus den Tiefen. Kommt! Was zum Teufel? Denn ich frage euch, wer steht über den Göttern? Ja, yeah, komisches little shit thingy. So, wo ist das Dorf da? Jawohl. So weit, so gut. Ist erledigt. We are done. So done. Vaskars Haus. Na, da. Wollt ihr etwas fragen? Ja, what the fuck? Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat. Das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Was? Was? Die Wassergötter sind nahe. Dafür, dass sie behauptet, dass sie nichts hat, hat sie aber ganz schön viel. Oder sehe ich das falsch?